Einen wunderschönen guten Morgen und herzlichst willkommen zur ersten Kurzanalyse und zwar der vier Qualifikationen Heisenberg, Fredian Pe, Nemo Mora und Harpon. So, fangen wir mal bei Heisenberg an. Der hat mich in jeder Sache eigentlich überzeugt, hat Flow einen Punkt bekommen, Technik einen Punkt bekommen, Punchlines einen Punkt von 2 bekommen und Extra Punkt 0,5 von 1, da er nichts abgegeben hat, also kein Beat Producer angegeben hat, keine Lyrics abgegeben habt. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und wie ich das bewerte, also er hat Flow 1 von 1, Technik 1 von 1, Punchlines 1 von 2, bla bla bla. Wie halt normales Bewertungssystem, halt ohne, bloß halt ohne, wie heißt es nochmal, ohne Videopunkt, genau. Da das im Video, in der Quali ziemlich egal ist. Er hat mir aber trotzdem ziemlich gefallen. Aber ich war enttäuscht, dass er nicht alles abgegeben hat, dass er hat dann nur einen halben Extrapunkt bekommen. Trotzdem ist er mit 3,5 Punkten eigentlich ziemlich gut bis jetzt dabei. Außer eine Stelle im Flow, die fand ich bei ihm ziemlich scheiße, sag ich mal so ganz ehrlich. Dieses Rap-Battle, das kam mir viel zu schwul rüber, aber ist halt sein Style, aber sonst finde ich dich sehr gut, Heisenberg. So, kommen wir zu Fredian Pay. Dieses Bild sagt schon alles aus. Fredian Pay hat keinen Flowpunkt, keinen Technikpunkt, nur einen halben Punchline-Punkt, aber einen Extra-Punkt bekommen. Er hat mich nirgends so überzeugt. Punchlines war ein oder andere Line da, wo ich sagen könnte, ja, damit könnte ich einen halben Punkt rechtfertigen. Aber den Extrapunkt hat er sich verdient, da er eine 8-Minuten-Qualifikation gemacht hat, sich richtig Mühe gegeben hat. Da habe ich halt gesehen, er hat sich richtig Mühe gegeben, deshalb gab es dafür einen Punkt. Aber denk jetzt nicht, wenn ihr 10 Minuten Runden schreibt, dass ihr deshalb den Extrapunkt kriegt. Das war einfach nur, ja, er hat es halt ein bisschen verdient, also ziemlich schnell abgegeben wurde deshalb. So, dann kommen wir mal zu Nemo Moda. Cooles Logo eigentlich, gefällt mir, aber ich will, ups, aber ich würde es größer packen nächstes Mal. Größer packen nächstes Mal. Dass ein ganz Bildschirm ist, rechts ist mir viel zu wenig. Ich hoffe, du weißt, was ich meine. Egal, ich fand dich nirgendwo gut, aber auch nirgendwo schlecht. Also du hast überall nur einen halben Punkt oder einen Punkt halt bekommen. Immer halt die Hälfte. Flow 0,5, Technik 0,5, Punchlines hast du einen Punkt von 2 bekommen. Extra Punkt hast du 0,5 von 1 bekommen. Somit hast du 2,5 Punkte und bist vor Fredian Pay. Aber du bist wie Fredian Pay noch lange nicht sicher drinne unter den besten 16, weil da könnten noch richtig große Kaliber kommen. Und dann bist du halt schon wieder ganz unten. So, jetzt kommen wir zu einem Kandidaten namens Sapon. Ja, da kann ich es mal so sagen. Kein Flowpunkt bekommen, gefällt mir nicht. Zu leise, zu lasch, kaum abgemischt, wenn überhaupt. Technikpunkt kannst du auch vergessen. Du hast zwar da oder da mal einen Reim, aber die sind halt extrem kacke, ne? Ich hoffe, das kannst du nachvollziehen. Punchlines hast du 0,5 Punkte von 2 von mir bekommen. Da fand ich dich schon stärker. In den anderen Sachen, wenn du mal gefrontet hast und so weiter, fand ich ganz geil und alles so. War ganz gut. Extra Punkt, jupp, kriegst ein wegen das Video. Das Video hat mir extrem gefallen. Schöne Effekte und alles so. Ich würde dir bloß raten, eine bessere Cam zu benutzen. Sonst sah das schon richtig gut aus. Vielleicht auch Schnitte nächstes Mal. Aber das hat mich gar nicht gestört. Den Extra Punkt hast du dafür bekommen. Wie ich hätte ja auch normalerweise Heisenberg auch einen extra Punkt gegeben wegen der Audio, weil die halt ziemlich gut ist. Aber Zapon, du kriegst einen extra Punkt wegen das gelungene Video. Gut, jetzt ist euch bestimmt aufgefallen, Fredian Pay und Zapon haben 1,5 Punkte. Also kommt jetzt der extra Punkt der extra Punkte. Da kann ich es ganz ehrlich sagen, für mich hat Zapon trotzdem besser abgeliefert. Heißt, er kriegt, beide kriegen natürlich jetzt keinen extra Punkt mäßig, beide bleiben bei 1,5. Aber Zapon wird vor Fredian Pay gestellt. Heißt, erster ist Heisenberg, zweiter ist Nemo Moda, dritter ist Zapon, vierter ist Fredian Pay. So, eigentlich kann man schon sagen, bei Heisenberg sieht es sehr gut aus, dass er dabei ist. Bei den anderen drei, die müssen noch zittern. Gut, das war's mit der Kurzanalyse, würde ich sagen.
bei den nächsten vier Qualis, ich habe mir gesagt, lieber vier Qualis, weil dauert ja schon immer ein bisschen und dann kann ich auch ein bisschen mehr reden über die Leute, nicht halt ganz, ganz kurz. Genau, bei den nächsten vier Qualis wird es genauso sein. Entweder am gleichen Tag wird die Kurzanalyse kommen oder einen Tag danach. So, ich würde sagen, das war's und ciao.